Nanner. Erstmal Entschuldigung für das Lüftergeräusch im Hintergrund. Ich bin hier gerade hardcore am Batteriegegner. Ja. Gut, ich werde im nächsten Teil ist es dann hoffentlich aus. Ich hoffe, die Batterie ist dann voll. Ja, und zwar habe ich mir mal die Frage gestellt, ob ein Lüfter Bedini mit einer Spule bewickelt funktioniert. Und dieser Frage gehen wir in dem Video auf den Grund. Ja, ich habe mal ein Bedini gebastelt mit einer Spule. Hier schnell eine Schaltung zusammengelötet. Sieht jetzt alles ein bisschen katastrophal aus, aber wie ein Bedini funktioniert, wie der gebaut wird oder so. Da gibt es ja schon genug Videos. Das brauche ich jetzt nicht nochmal erklären. Der Lüfter ist übrigens immer noch an im Hintergrund. Sorry, ich hoffe, man hört ihn nicht so sehr. Und ich habe am Ausgang das grüne und das rote ist mein Ausgang. Das klemme ich mal an die Batterie an und ich hänge am Labornetz dahinter der Kerze. Ich drehe ihn jetzt mal an. Ja, ich habe ein bisschen tief eingestellt. So, ihr hört's. Er läuft. Er zieht auch. Die Batterie steigt auch. Das kann ich euch auch noch schnell zeigen. Ich habe hier meine Entladestation. Falls es flimmert auf der Kamera, 12,3. Ich hoffe, es steigt jetzt nochmal. 12,2. Jetzt fällt's. Scheiße. Ja, die ist ziemlich am Sack, die Batterie. Mal gucken, also die hängen jetzt schon eine Nacht lang dran. Wir gucken, ob es was gebracht hat. Ja, sie fällt unter 10,8. Das ist ein automatischer Abschalter bei 10,8. Fällt runter, es ist noch nicht so viel drin, aber jetzt müsst ihr sehen. Genau, jetzt seht ihr es. 11,9. Na los, jetzt komm. Das 0,1 Volt. Wird er doch wohl schaffen. Also die regeneriere ich gerade. Nimmt keine Leistung mehr an. Na gut, gucken wir dann nochmal. Beziehungsweise wir klemmen kurz ab. Ah, jetzt war es gerade da. 12,1 schon. Naja, über 12 Volt steigt auf jeden Fall. Ne? Und ja, es funktioniert. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt haben wir ja noch drei Statoren frei. Oder drei Teile vom Stator, je nachdem. Und ich habe mir auf jeden Fall überlegt, wir machen auf eine, auf einen Teil machen wir noch eine dritte Wicklung. Einfach mal, da gucke ich, da will ich ganz dünnen Draht und so viel wie möglich drauf kriegen, dass wir da eventuell 220 Volt Lampen oder was weiß ich, also die kriegen wir jetzt hier auch schon zum Leuchten, das funktioniert auch, kann ich euch ja mal zeigen, aber die blinkt nur. Ne? Ich riskiere jetzt mal es abzumachen, dann müsste auch die Dimmlampe kommen, ich mach, achso, na gut, das ist so, na egal, dann müssen wir den hier, so, das Kabel, so, jetzt klemmen wir das hier an. Die geht aber nicht voll, weil ich nicht so viel Bums habe. Ne? Also geht immer mal an und aus, logisch. Sogenannte Blink-LED. Fehlt ein bisschen der Saft. Ne? Also das ist jetzt ganz dünne Wicklung. Zieht jetzt 100 mA. Ne? Also darum geht es ja nicht. Es geht ja an Batterien regenerieren. Das wollte ich euch nur zeigen. Und ja, dritte Wicklung, wie gesagt, will ich drauf machen. Ich überlege jetzt noch. Dann haben wir noch zwei Statoren frei. Und vielleicht machen wir eine Generatorwicklung auf den einen Stator und auf die anderen zwei noch eine Generatorwicklung, aber zusammen. Halt einen linksrum und einen rechtsrum gewickelt. Das könnten wir nochmal testen. Bei dem anderen ist es ja dann fast egal, das kann ich ja dann umklemmen. Oder ich mache drei Spulen und führe sie mir einzeln raus. So, ich mir jetzt noch überlegen, ich wollte es euch noch vorher mal zeigen, dass es funktioniert. Falls ich jetzt die dritte Wicklung drauf mache oder so, kann ja immer mal hier noch ein Drittel abreißen oder weil das Problem ist, wenn ich hier unten den Anfang abreiße, ja, dann muss ich ja irgendwann die ganze Spule neu wickeln. Ne? Deswegen wollte ich es euch noch kurz zeigen. Ich mache mich jetzt ran, zerlege den wieder und wir machen mal zumindest mal noch eine Wicklung definitiv drauf und die anderen zwei Wicklungen. Da wäre ich jetzt mal im Hänger und mal gucken, was die Jungs sagen. Vielleicht hat noch einer eine Idee. Mal gucken. Gut, bis später. So, der Wickelmacher drin ist abgeschlossen. Ich habe gestern den Lüfter dann fertig gewickelt und habe die Kabel hier noch schön verlegt und alles. Ich habe noch nicht getestet, ich habe noch nichts durchgemessen. Aber ich denke, das war erfolgreich. Ich habe ihn jetzt schon zusammengebaut. Also der Dings geht nicht mehr ab, der Rotor. Aber das macht ja nichts, wir haben ja einen durchsichtigen Rotor.
Und ich habe es jetzt so gemacht, die erste Spule kennt ihr ja noch. Ich habe ja mal einen kleinen Plan gemacht. Warte mal, ich lege den mal so hin, wie es ist. Also hier kommen die Kabel raus, das ist hier die Zeichnung. Und das ist eben Rotor 1 oder Stator 1, der mit der Originalwicklung, ne? Habe ich hier eine 1 gemacht. 2 ist dann mit 0,15er Draht. Die 3, also wir machen dann gegen Uhrzeigersinn, die 3 0,28er und die Nummer 4 nochmal 0,15er. Geplant ist, mal die 0,28er mit als Power zu nehmen. Mal gucken, oder vielleicht als Generator, weiß ich noch nicht. In dem Fall dann eventuell die 4 oder so als Trigger für den zweiten Transistor. Mal gucken, oder ich nehme den Trigger vom 1er Stator mit. Oder, was heißt oder, ne? Oder wir tauschen das je nachdem, ich weiß es noch nicht, das probiere ich einfach ein bisschen rum. Und eine Wicklung, die 2S, deswegen habe ich 2015er gemacht, will ich Generatorspule, ganz normal, ne? Einfach eine Generatorspule. Und die zwei Spulen, das lasse ich mir jetzt mal offen. Wenn ich sage, hier kommt nicht genug raus, weil das ist doch schon ein sehr dünner Draht von der Originalwicklung, dass wir dann sagen, wir klemmen die 0,28er noch an und ja, dann lassen wir es krachen. Gut, so sieht alles gut aus. Das Problem ist hier mit Kokoklemmenaufbau und ich bin am Überlegen, wie ich den Unterbau bzw. wie wir die Schaltung machen. Mir ist noch nicht eingefallen. Und gestern im Hangout, ich bin jetzt auch gerade wieder im Hangout, gestern im Hangout ist der Segel und Bob noch die Idee gekommen, können wir doch gleich mal Lüftervergleich machen, weil der Falco hat noch 3 Stück, glaube ich, von denen. Und hätten wir halt einen originalen, meinen, und ja, dann werden wir noch 2 wickeln irgendwie und ja, mal gucken. Ne? Ja, ich werde mir die Videos jetzt erstmal auf Platte hauen, beziehungsweise wir testen jetzt noch. Ich teste jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Wahrscheinlich wird es wieder ein wüster Aufbau, mal gucken. Aber dass ihr teilhaben könnt mit, weil ich hab mir noch was überlegt, das machen wir jetzt gleich mal noch für die Hardcore-Suchtis, sag ich mal, und Suchtinen und diverse. Ich hatte ja mal dieses Bedienimach mitgemacht. Ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir das nochmal. Also fortführen wesentlich, was sagt ihr, fortführen die Reihe. Da muss ich gucken, ob ich den Lüfter noch kriege, muss die ganzen Bauteile nochmal überprüfen, ob wir die alle kriegen oder ob wir sagen, wir starten nochmal neu. Das könntet ihr mir ja mal in die Kommentare hauen. Das ist mir so beim Basteln hier gekommen, das hat wieder mega Laune gemacht und ja, dann habe ich mir so gedacht, das könnten wir doch mal so Stück für Stück. Naja gut, ihr haut es in die Kommentare, ich teste jetzt weiter und dann sehen wir weiter.